Also für mich ist das Stück ein Stück über Freundschaft, über Beziehung, und da ist es egal jetzt, ob Beziehung in Form von Mann, Frau oder zwei Freunde, also Kumpels. Ich denke, das ist oder war für mich so der Schwerpunkt. Zwei Leute, die zusammen versuchen müssen, das Leben zu meistern und mit allen Höhen und Tiefen, die es im Prinzip in so einer Beziehung gibt. Und dann taucht jemand Drittes auf, und ich finde, Elling meistert die Situation eigentlich sehr souverän gegen Ende. Sind, glaube ich, drei gute Freunde am Schluss. Und ja, also der Schwerpunkt ist Beziehung für mich gewesen, und aber einfach, es ist eine Komödie. Ich will unterhalten mit dem Stück. Ich will da nicht aufklären. Ich will da auch nicht irgendwie den Zeigefinger oder sonst was. Ich glaube, dazu ist Elling gar nicht gemacht, sondern einfach einen Zugang zu bekommen, vielleicht zu zwei Menschen, die anders sind, ein bisschen anders sind. Aber in erster Linie soll es ein Abend werden, wo die Leute rausgehen und das Gefühl haben, es war ein sehr, sehr schöner und lustiger und nachdenklicher Theaterabend. Und ich glaube, das ist uns gelungen. Und sogar die Stadt Oslo vertraut uns. Wir haben eine eigene Wohnung. Die geben uns die Wohnung, weil sie sich darauf verlassen, dass wir alleine zurechtkommen. Ja, das ist so wie neu geboren zu werden. Geboren werden? Tut das denn nicht weh? Ja, also ich habe zuerst das Theaterstück gesehen vor ein paar Jahre drauf habe ich dann den Film gesehen, und nachdem wir es im Theater gesehen hatten, wussten wir eigentlich, dass wir das ganz gerne auch mal machen möchten. Und dann eben zu dieser Frage, ob Komödie oder Tragödie, das ist genau der Punkt, warum wir dieses Stück, als wir uns überlegt haben, wie der Spielplan weitergeht, warum wir das auf den Spielplan gesetzt haben, weil es eben beide Elemente sehr gut in sich birgt, weil es wahnsinnig witzig ist an manchen Stellen, aber nicht auf doofe oder Boulevardeske Art und Weise, sondern das Witzige kommt durch die Unfähigkeit dieser beiden Personen, die aber auch nicht unter die Gürtellinie geht. Also es ist nie irgendwie Verhohnepiepelung von Behinderten oder geistig Benachteiligten, sondern das hält eine absolut gute Grenze. Und es sind auch viele Momente drin, wo man ja jetzt nicht unbedingt mitweinen möchte, aber doch, wo man auch mal schluckt und sagt, hey, das ist aber ja, da kann ich mich wiederfinden in diesen Problemen auch, die diese beiden haben. Auch wenn da das eine oder andere nicht so stimmt, aber das ist, die haben die gleichen Probleme wie ich. Deswegen ist das sehr spannend, und es ist weder Komödie noch Tragödie. Da war so eine lange Schlange. An der Kasse und überall. Viel zu viele Leute. Ist schon in Ordnung, Kevian. Jetzt hast du dich erst auf den Stuhl hier. Und ruh dich aus. Das hast du doch gut gemacht. Ich habe mir versucht, den Kjell Bjarne einfach als vom Text her, was gibt mir der Text als Figur? Ich habe mir jetzt nicht diese Vorbilder aus Filmen, weil das ist ja irgendwie so ein Riesenkerl da, so ziemlich kräftig. Das habe ich alles so beiseite gelassen. Einfach ich versuche mir, der ist nicht ganz so intelligent wie vielleicht der Elling, aber er ist auch nicht ganz doof, und habe aber versucht, das ja, mich sozusagen so geistig ein bisschen zurückzuschrauben, dass ich von der ich kriege einfach nicht so viel mit wie der Elling, oder wenn er mich verarscht, dann kriege ich das einfach nicht mit, sozusagen dann dumm stellen, aber auf der anderen Seite das auch nicht sozusagen die Figur verraten, indem ich mich sozusagen da drüber stelle oder so, sondern es ist einfach als ganz er kriegt es halt einfach ein paar Sachen nicht mit. Wir waren eigenständige Männer im besten Alter. Und wir gehen dorthin, wohin unser Wille uns führt. Wir müssen endlich unter Leute kommen. Ja, was für Leute denn? Unter was für Leute denn? Die Leute, die hier in der Stadt leben. Aber die kennen wir doch gar nicht. Aber die kennen wir doch gar nicht. Wir müssen eben versuchen, welche kennenzulernen. Wie sollen wir das machen? Sollen wir Leute von der Straße wegzerren und sie in uns zu einem Gespräch zwingen? Bist du dann zufrieden, ja? Bist du dann zufrieden, ja? Sie sind nicht lebensfähig erstmal gewesen, deswegen waren sie in dieser Hochgebirgshotelkette oder einfach in der Psychiatrie, weil sie einfach, der eine hat mit seiner Mutter 36 Jahre lang zusammengelebt und hat eigentlich nie was machen müssen, außer Tee trinken und die Mutter bei Laune halten. Der andere ist ein Sonderschüler, der einfach vom IQ her einfach nicht so viel mitbekommen hat, warum auch immer.
Ja, und Entwicklung machen sie auf jeden Fall im Stück durch, beide. Und wie alle anderen Menschen im Leben auch, egal ob mit oder ohne Behinderung. Seltsam, selbst als ich vor dem Café Nordrag im Schatten der riesigen SAS-Hotels stand, spürte ich ganz deutlich, das hier schaffe ich. Es weiß noch keiner, aber die Stadt hat einen neuen Dichter. Und das hier ist doch die beste Gelegenheit, Leute aus der gleichen Branche kennenzulernen. Durch die Fenster des Nordrags sah ich die Schatten einer Menschenmenge. Ich hörte Lachen und laute Stimmengewirr, aber von Aufregung konnte keine Rede sein. Ich spürte, wie in mir ein herrlicher Trotz heranwuchs. Also biss ich nach einer Viertelstunde die Zähne zusammen, ließ meine Angst fallen, ging über den gefrorenen Asphalt, stieß die Tür auf und war drin. Beim Arbeiten mit diesem Text habe ich festgestellt, ja, mir geht das auch so. Also wenn ich unter große Menschenmassen gehe, da fühle ich mich wahnsinnig unwohl, wird mir schwindelig, da fange ich an zu schwitzen. Es wird eigentlich, der hat eigentlich nichts anderes, was ich nicht auch habe, diese Figur, die ich da darstelle. Und das fand ich dann schon erstaunlich, wo ich dachte, ja mein Gott, warum, was ist da mit mir? Bin ich überhaupt normal? Oder ist er normal und ich nicht? Oder wo ist es dann? Das ist sehr, sehr fließend. Das finde ich sehr spannend an dem Stück. Und jeder, ich glaube wirklich, jeder Zuschauer kann sich in einer von diesen Figuren oder immer wieder in einer wechselnden Figur sich wiederfinden. Ja, es ist kein jetzt Aufruf zu mehr Toleranz, aber man kann schon aus dem Stück gehen und sagen, ja, vielleicht soll ich mir doch manche Menschen einfach nochmal aus einem anderen Blickwinkel betrachten und nicht gleich abstimmen, ja, der Idiot oder... Wer ist ein Loser oder sonst irgendwas, weil das nicht auf die Reihe kriegt, sondern ja, vielleicht, wenn man so einen kleinen Anstoß gibt, vielleicht funktioniert es ja dann doch. Also es sind einfach Menschen, die, wie der Elling das sagt, eine schwere, harte Zeit hinter sich haben und jetzt versuchen müssen, sozusagen in die Realität sich einzugliedern.